Heute, was geht ab, Leute? Hier. Krasse Neuigkeiten. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Der neue Trailer für Gen 4. In den kommenden Wochen wird Gen 4 da sein. Wahrscheinlich zu Halloween, würde eigentlich gut passen. Letztes Jahr, die ersten Pokémon von Gen 3 sind auch zu Halloween gekommen. Und in Gen 4 gibt es auch mehrere Geister und nicht Pokémon. Das würde eigentlich ziemlich gut passen. Und jetzt eigentlich der interessante Teil, weil das Gen 4 irgendwann kommt, war ja klar. WP-Änderungen, also allgemein Änderungen am Kampfsystem. WP, irgendwelche Statistiken, zum Beispiel Defense, KP, Verteidigung. Verteidigung ist Defense. Egal, ich bin ein bisschen gehypt. Ja, diese Veränderung und Veränderung an den Spawns. Aber all diese Sachen habe ich im Livestream gerade eben besprochen. Deswegen zeige ich euch jetzt noch ein paar Highlights aus dem Stream und wie wir das Ganze dann besprechen. Ja, viel Spaß beim Stream. Hier. Hey Trainer. Hey, Nantic. Seid ihr für ein Sinnoh-Abenteuer bereit? Alter, wir sind seit Monaten bereit, Mann. Was ist das für eine Frage? Wir freuen uns, euch zwei wichtige Änderungen an der Spielbalance mitteilen zu dürfen. Was für eine Spielbalance. Dieses Spiel hat keine Balance, aber okay. Die in den kommenden Wochen in Vorbereitung auf die Ankunft von Pokémon, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurden, aka Gen 4, durchgeführt werden. Das heißt, diese Änderungen kommen, wenn Gen 4 kommt. Alles klar. In den kommenden Wochen steht da. Das heißt nicht nächste Woche. Irgendwer hat vorhin geschrieben, kommende Woche. Kommenden Wochen. Das heißt nicht nächste Woche. Diese Änderungen basieren auf dem Feedback von Trainern und sollen das Spielerlebnis verbessern. Das ist interessant. Feedback von Trainern. Schön, dass Niantic vermutlich, ich hoffe es, auf die Spieler hört. Die Frage ist jetzt, von wo haben die dieses Feedback her? So scheiße, dass WP angepasst werden. Nein! Digga! Was ist los bei dir, Mann? Das ist das Geilste, was kommen konnte. WP sind momentan vollkommen tot. WP ist irrelevant. Die müssen was machen mit WP. Ich mache, glaube ich, noch ein eigenes Video dazu. Wie kann man sowas sagen? WP ist momentan so unnötig. Das müssen die ändern. Wie kann man das nicht feiern, dass die das endlich mal begreifen? Nach über einem Jahr. Es gab einen Zweck für WP, einen einzigen, das war um beim alten Arena-System oben zu stehen. Seitdem es das neue Arena-System gibt, ist diese WP-Anzahl vollkommen tot, irrelevant, unnötig. Da könnte genauso 0 stehen. Das ändert absolut gar nichts. Da könnte Hüfte stehen, anstatt 4000 oder so. Es macht keinen Unterschied. Deswegen, ich feiere das. Egal was kommt. Es kann nur besser werden, weil WP momentan vollkommen unnötig ist. Was wird mit WP gemacht? Darauf kommen wir noch. Oder dazu kommen wir noch? Dazu kommen wir noch. Darauf kommen wir noch zu sprechen, heißt das ja. Da steht nur, WP wird angepasst, also Leute. Keine Ahnung, was mit dem passiert, aber wie gesagt, es kann nur besser werden. Also, erstmal wird das Wetter geändert, also Spawns an sich, unter anderem Wetter. Änderungen am Erscheinen und Verhalten von Pokémon. Okay? Folgende Änderungen wirken sich während eures Pokémon Go Abenteuers auf die Pokémon in eurer Umgebung aus. Es werden Anpassungen am Wetterfeature vorgenommen, bei denen die Auswirkung reduziert wird, die das Wetter auf die Rate hat, mit der die Pokémon erscheinen. Das ist sehr, sehr gut. Momentan war es so, gestern im Stream hatte mich auch einer gefragt, hey, wieso hast du so viele Drasler-Bonbons? Das lag an dem Wetter. Wetter war übertrieben, Wetter war beinahe so wie ein Event. Wenn das Wetter gepasst hat, dann sind von dem Wetter-Pokémon so viele, vom Wetter so viele Pokémon erschienen, es war so wie Event. Erinnert ihr euch noch am Anfang? Es sind so viele Makuhita und Macholo gespawnt. Digga, ich dachte, es wäre Kampf-Event. Genauso Trassler, Smogon. Also wenn das, oder zum Beispiel heute, es war Nebel in München. Das erste Mal, dass ich Nebel erlebt habe. Und es sind so viele Geister gespawnt, ich dachte, es ist ein Halloween-Event. Und das geht nicht, Mann. Wetter ist, sollte so einen kleinen Einfluss haben, aber es sollte nicht so übertrieben sein, dass es wie ein Event ist. Deswegen, diese Änderung, sehr, sehr gut. Wetter war übertrieben, hat mir gar nicht gefallen. Man musste auch gar keine Nester mehr abchecken oder sowas. Ich habe einfach auf das richtige Wetter gewartet. Zum Beispiel Macholle oder sowas. Zweitens, während ihr bestimmte Gebiete erkundet, weiß jetzt nicht genau, was die damit meinen, werdet ihr feststellen, dass mit der Zeit mehr verschiedene Pokémon zu unterschiedlichen Raten erscheinen. Das ist sehr, sehr ungenau, was die da beschreiben,
Was ich daraus lese, mehr Spawns, die öfters wechseln. Bisschen vielseitiger, aber ja, wir lassen uns überraschen. Dritter Punkt. In bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Parks und Naturschutzgebieten, das höre ich auch zum ersten Mal in Pokémon Go, Naturschutzgebiet, erscheinen nun unterschiedliche Pokémon. Den Satz zum Beispiel checke ich gar nicht. Was soll denn das heißen? In bestimmten Gebieten, zum Beispiel Parks und Naturschutzgebieten, erscheinen nun unterschiedlichere. Die Steigerung Pokémon. Heißt das jetzt zum Beispiel, und ich vermute mal, ich schmeiß hier ein paar Theorien raus, es sei dann wahrscheinlich nicht mehr so, dass es ein spezielles Pokémon-Nest gibt, zum Beispiel Kalimani wie vorhin, sondern eben ein Gebiet, ein Park, wo dann erhöht wahrscheinlich Wasser-Pokémon kommt, zum Beispiel. Eher so in die Richtung, nehme ich mal an. Was? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich meine, so konnte man halt gezielt ein Nest aussuchen, das Pokémon abfarmen und dann, ja, das ausnutzen. Und so kann es halt sein, dass da Pokémon kommt, die man nicht braucht. Aber es ist halt vielseitiger, macht eigentlich auch mehr Sinn, ist halt realistischer. Naja, das waren die Änderungen zu den Spawns. Klingt schon mal okay, klingt gut. Wetter gefällt mir sehr, das mit den Gebieten unterschiedlichere Pokémon. Schauen wir mal. Und dann das mit den Nestern. Schauen wir mal. Änderungen an den Eigenschaften von Pokémon im Kampf. Okay? Wir möchten diese Gelegenheit ebenfalls nutzen, um die Kampfmechaniken im Spiel neu auszubalancieren. Wie gesagt, dieses Spiel hat keine Kampfmechanik und es hat auch keine Balance, aber okay. In den kommenden Wochen werdet ihr folgende Änderungen bemerken. Die WP-Werte werden angepasst, um die Spielbalance zu verbessern. Wie gesagt, WP ist vollkommen irrelevant. Das hat mit der Spielbalance absolut nichts zu tun. Es muss erstmal einen Grund geben, für WP überhaupt zu existieren. Wir brauchen erstmal einen Sinn für WP. Ist vollkommen egal, ob sie angepasst werden. Es fehlt der Sinn hinter dem WP. Wenn das nicht kommt, dann ist das vollkommen sinnlos. Also Niantic, schauen wir mal. KP-Werte werden angepasst, um die Lücke zwischen Pokémon mit vielen und wenigen KP zu schließen. Ja, okay, nehme ich mal so hin. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Verteidigung und Ausdauerwerte von Pokémon werden neu ausbalanciert. Dadurch können Pokémon mit hohen Verteidigungswerten im Kampf effektiv eingesetzt werden, um den Gegner zu überdauern, anstatt nur die Zeit Auslauf zu nehmen. Auslaufen zu lassen. Wie bin ich auf Nehmen gekommen? Keine Ahnung. Ja, was ich daraus lese, ist, dass der Verteidigungswert relevanter wird, wichtiger. Also die Frage ist, wie sich das auf PvP auswirken wird. Ob die das vorbereiten und dadurch das bereits balancieren wollen und ändern wollen und anpassen wollen. Vorzeitig, präventiv, könnte man sich überlegen, dass es ein Zeichen für PvP ist. Aber ja, dritter Punkt, ich nehme an, dadurch wird halt Verteidigung, der Verteidigungswert relevanter, weil momentan zum Beispiel hat Spieldetern auch gesagt, bei den Regis vollkommen irrelevant, vollkommen unnötig und ihr wisst ja, Attack 15, welcher IV hat der? 98, hat der Attack 15. Ja und Attack 13, wen juckt's? Aber jetzt, möglicherweise, wird auch mehr Beachtung auf den Verteidigungswert gelegt. Was natürlich gut ist. Die Verteidigungswerte der meisten Pokémon wurden leicht verringert. Okay. Durch diese Änderung kann die Lücke zwischen den Pokémon mit den höchsten Verteidigungswerten und anderen Pokémon verkleinert werden. Auch damit kann ich nicht viel anfangen. Ist doch egal eigentlich. Wenn es gute Verteidiger gibt, gibt es ja gute Verteidiger. Es muss ja nicht jedes Pokémon... Ja, doch, an sich schon, ja. Ich habe mich gerade selber überredet. Es wird halt dadurch werden mehr Pokémon relevant bezüglich Verteidigen. Aber an sich ist Verteidigen vollkommen irrelevant, so wie das Arena-System momentan ist. So wie das Arena-System momentan aufgebaut ist, willst du gar nicht verteidigen. Du willst nach 8 Stunden rausgekickt werden. Ja, da ist Verteidigung irrelevant. Aber ich weiß, was die machen wollen. Ja, an sich relativ cool.
Veränderung ist immer gut. Bisschen hier, bam, bam, bam. Bisschen Action, bisschen alles einmal durchwirbeln. Das ist immer gut, bevor es zu langweilig wird und zu müde. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, sehr, sehr gehypt. Ich war schon lange nicht mehr so gehypt auf Pokémon wie jetzt. Also ich bin positiv überrascht. Ich hoffe, dass das alles gut umgesetzt wird. Aber ja, eure Meinung jetzt in den Chat. Ja, yeah, was soll man sagen? Sehr interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Veränderung. Ich hoffe, dass, ja, dass sich da jetzt einiges tun wird. Es ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt gewesen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass Niantic daran arbeitet. Aber Niantic hat mich echt überrascht. Ich muss Respekt auf jeden Fall geben. Aber wir werden sehen, wie die das alles umsetzen. Das mit den Spawns ist cool. Ja, mich persönlich interessiert das jetzt nicht so. Das ist auf jeden Fall eine gute Besserung. Versteht mich nicht falsch, aber mich interessiert das ganze Kampfsystem-Zeugs mit dem Balancieren. Auch wenn es meiner Meinung nach eigentlich keine Balance in diesem Spiel gibt. Das System ist auf jeden Fall fehlerhaft. Auch wenn sie diese Sachen ändern. Wenn das Grundprinzip falsch ist, ist alles, was sie drauf aufbauen, unnötig. Sie müssen erstmal die Basis komplett erneuern und da verbessern. Aber wie gesagt, wir werden es sehen. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ein Video dazu ist eigentlich geplant. Zu dem Grundprinzip, zu dem Arena-System, zu den WPs, wieso WP eigentlich vollkommen unnötig sind. Weil selbst wenn sie die WP jetzt ändern, wenn die WP keinen Sinn haben, ist es vollkommen egal, ob sie die WP ändern. Aber ja, das ist so meine Meinung. Schreibt unten in die Kommentare. Ja, an sich müsst ihr gar nichts schreiben. Schreibt einfach Gen 4 Hype unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wir wollen liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.